Moin, Leute, ja, zurück vom Wasser und oh, Zeit wird's aber auch. Mann, ist das kalt heute Morgen. Ja, was hatte ich euch versprochen, Leute? Wir gehen Eisangeln. Wenn nicht heute, dann erstmal gar nicht mehr für die nächsten. Oh, ich habe gerade eine Route reingebracht, mir frieren die Finger. Für die nächste Zeit erstmal wieder. Ich bin heute Morgen direkt aus der Nachtschicht, direkt ans Wasser. Und ich hoffe mal, mit dem Ton geht das. Wir haben steifen Böen drauf. Deswegen habe ich auch mein Zelt mitgenommen und habe mir das hier mal dekadent draufgestellt. Da steht ja frei. Da brauche ich keine Heringe für, da steht einfach so. Das ist schon mal viel wert auf jeden Fall. Habe mir da eine Heizung reingestellt. Weil, wie gesagt, hier auf dem Eis mitten drauf, das pfeift ganz schön. Naja, wie gesagt, Leute, ich habe jetzt frei. Ein paar Tage. Und ab heute Abend soll es anfangen zu tauen. Wir hatten jetzt mehrere Nächte. Minus 13, 12, 10 Grad. Allem drum und dran. Gestern sind sie nur Schlittschuh gelaufen, wie die kaputten. Nicht hier drauf, auf anderen Gewässern. Aber ich habe mich zu meinem kleinen Teich zurückgezogen. 3 Hektar ungefähr. Habe mich mal an die tieferen Stellen ein bisschen begeben. Erstmal so eine kleine Faustformel, ne? Ein bisschen tief angeln. Eine Route habe ich auch schon drin. Das kennt ihr von mir. Die habe ich mir direkt auf Grund gelegt. Eine werde ich hier vorne mit Pose positionieren. Und eine dritte habe ich tatsächlich auch noch mit. Weil heute spielen wir alle Karten aus. Und da vorne werde ich auch noch eine dritte positionieren mit Pose. Da werde ich eine Makrele ranhängen. Nur mal als Test. Habe ich selber noch nicht groß mit geangelt, aber ich habe noch eine Makrele mit, da werde ich mir den Schwanz ranhängen. Eine Grundrute habe ich erstmal drin, die steht bei mir sogar im Rottpott. Allem drum und dran. Leute, ich will die zweite Rute fertig machen, dass hier ein paar Ruten reinkommen. Wir haben es 8:30 durch. Ich warte mir so ein bisschen drauf. Na, was heißt, warte, so lange bin ich noch nicht hier. Eine halbe Stunde bin ich auch erst hier. Aber im Dunkeln mag ich das immer nicht anfilmen. Erstens sieht scheiße aus und zweitens sieht scheiße aus. So, Leute, ich verfüge leider nicht über Eisrouten oder sowas. Ich will mal gucken, bin ich ganz ehrlich. Das kam jetzt eher, bin ich ganz ehrlich, auch sehr, sehr spontan. Ich habe so ein bisschen gedacht, na, wenn das so ein bisschen weiter friert letzte Woche, kann man vielleicht mal irgendwann ein bisschen Eisangeln gehen. Nun hat es aber die letzten 3, 4 Nächte, da wo ich arbeiten war, wirklich mit minus 10, 12, 13 Grad geknallt, dass ich mir dachte, scheiße, da muss ich hin, allem drum und dran. Aber ich werde das mit meinen normalen Routen machen, wird eh kein, ist auch kein Unterschied. Wir haben hier keine mega Tiefe, wir reden hier vielleicht von 1,90, 1,80. Drillst den Rest eh mit der Hand, also von daher alles gut. Leute, Route ist 2 Lips, 10 Fuß Route, also 3 Meter mit einer 8000er Shimano Beta, einer 0,35er Geflecht. Auch von Shimano Technium. Leute, ganz einfach, ich erkläre das immer ganz gerne nochmal auf, wenn mir die Finger schon tierisch frieren. Oben ist ein Stopper drauf, dann kommt eine Perle, eine 15 Gramm Pose, 10 Gramm Durchlaufblei, wieder eine Perle unten unter und hier habe ich einfach mir eine Schlaufe gemacht, eine Doppelschlaufe, mache ich immer und da hängt mein Wirbel unten dran. Jetzt brauchen wir aber erstmal ein Vorfach, weil wie ich schon immer zu euch sagte, Leute, wenn ich vom Angeln abhau, ich baue meine Vorfächer wieder auseinander, mache mir die beim nächsten Mal neu. Das ist nichts, was ich aufwickeln möchte, gerade weil ich ja eben mit Harmono angel, dann wickelst du das nächste Mal ab und dann ist das, dann das so eine Spirale ist. Nein, ich möchte, dass das schön langgezogen im Wasser liegt. Und das machen wir jetzt, Leute. Und wenn ich hier noch 10 Mal hin und her renne, ich pack mich heute noch wieder aufs Maul. Vielleicht gibt es noch was zu sehen, Leute, vor euch. Wo ist es denn? Ach da. Oh, der Wind, Leute. Oh. Gerade heute, die letzten 2 Tage, hatten wir tatsächlich Winter Wonderland. Also sprich, Sonne satt, kein Wind, allem drum und dran. Und ab heute sollte das Wetter natürlich mega umschwenken. Und es ist auch tatsächlich so, wo ich heute Morgen von der Arbeit losgefahren bin. Ich arbeite so 100 Kilometer von mir zu Hause entfernt. Da hatten wir Eisregen, allem drum und dran. Ist hier auch gegen 12 Uhr angesagt. Ich bin mal gespannt. Bin ich gar nicht so traurig, dass ich mein Zelt mit habe erstmal, Leute. Mal gucken. Wie gesagt, die letzten Male beim Hechtangeln waren eher trostlos, bin ich ganz ehrlich. Ne, Fische, die du vom Monat noch so ein bisschen verhöhnt hast, könnten ein bisschen größer sein. Würde ich mich jetzt mal mega drüber freuen. Aber Gott, es ist Winter, Leute. Und ich glaube, das kann so ziemlich jeder nachvollziehen. Aber auf die Scheiße hier habe ich richtig Bock, ob mir das glaubt, ob einer glaubt oder nicht. Leute, 080er Hartmono, wir werden das mal im Schnelldurchlauf machen, dass ich in mein Zelt wieder reinkomme, weil ich, wie gesagt, ich habe einen straffen Seitenwind. 080er Hartmono, 4er Drilling. Ich werde hier ein Einzeldrilling auf der Pose fischen, beim Posenangeln mache ich das immer. Einmal durchs Öhr durch. 1, 2, 3, 4, 5,
sechs, sieben Mal rum, dann seid ihr mehr so auf, ein bisschen, auf diese Entfernung von den Hakenspitzen wieder, wenn ihr, wenn ihr den umwickelt. Und dann kommt ihr so bis oben auf den Hakenspitzen und dann geht ihr einfach mal, oh, selbst das Hartmono ist schweinehart heute, ja, wie der Name schon sagt, einfach mal durchs Öhr wieder zurück. Oh, bisschen ansabbeln kann nicht schaden. Zieh mir das einfach stramm und hab mir einfach einen Viererhaken unten aufs Hartmono gezogen. Das überstehende Ende schneide ich mir, knipse ich mir ganz einfach ab. So Leute, mehr ist es nicht. Jetzt nehme ich mir meinen Köderfisch. Oh, der Wind! Meine Güte, ich hoffe mal, das geht mit den Geräuschen. Ich habe noch von meinem letzten Mal so viel Giebel gehabt, eingefroren. Davon nehme ich mir heute mal einen. Hinten auf der Grundrute zeige ich euch später. Da habe ich ein ziemlich großes Rotauge dran. Handlang, locker. Handlang, großes Rotauge. An der Posenrute werde ich einen etwas kleineren Fisch anbieten. Einfach hinten durch. Nichts Besonderes, ganz einfach. So werde ich den einfach anbieten. Stimmt nicht. Hälfte vergessen. Wir müssen den Mist ja auch noch ausloten, Leute. Mensch, das fehlt ja auch noch. Mache ich mich hier oben erstmal schnell eine Schlaufe rein. Ja, ich bin schon wieder drei Schritte weiter. Wenn ich echt zusehen möchte, bin ich ganz ehrlich. Ich will nicht jammern, aber wir haben 40 km/h Böen. Und bei minus 3 Grad brauche ich euch nicht erzählen, dass das echt schattig wird. Und ich selber bin kein Mensch, der groß friert. Bin ich ganz ehrlich. Aber meine Finger werden da echt eisig bei. Unten, ganz Leute, einfach wie immer bei mir, einfach eine Schlaufe rein. Ich kriege das nicht mal mehr festgehalten. Meine Finger tun schon weh, weil ich, wie gesagt, ich habe gerade die erste Rute fertig gemacht und habe da ein bisschen im Eisloch noch rumgetüdert. So, das überstehende Ende einfach abgeschnitten. Zack, das hänge ich mir jetzt einfach ein. Dann loten wir uns mal die Tiefe aus. Dann hängen wir den Köderfisch ran. Dranbleiben, Leute. So, meine lieben Angelfreunde, zurück vom Eisloch. Ja, wie man sieht, wir haben heute wirklich nur noch, momentan haben wir 0 Grad. Und da wird die ganze Geschichte schon matschig. Da schmilzt das Eis noch nicht mega von. Aber dadurch, dass da natürlich Schnee drauf liegt, wird die ganze Nummer matschig. Und deswegen wusste ich ganz genau, entweder heute oder erstmal gar nicht. Ich hätte gern gehabt, dass man aber vielleicht ein bisschen langfristiger hätte von zehren können, bin ich ganz ehrlich. Weil, wie gesagt, das ist eine Angelei, die kannst du ja nur nicht wirklich sehr, sehr oft machen. Bei uns ist es sehr, sehr selten, dass ich das habe. Deswegen habe ich da auch gar keine Routen speziell für. Aber wenn es denn doch mal gegeben ist, wie schon gesagt, da habe ich da mega Bock drauf, Leute. Und für heute mal gucken, wie gesagt, weiß ich nicht, Alter. Selbst wenn nichts passiert, das ist eine Angelei, das selbst für mich ist das geil. Das macht mir mega Spaß, bin ich ganz ehrlich. Leute, ich habe mal ein Loch ins Eis gemacht, auch ohne Bohrer. Da gibt es andere Mittel, da braucht man nicht sonst was. Schöne alte Kartoffelkelle von 1900, schieß mich tot. Die habe ich schon ewig dabei. Das ist noch richtig massives Zeug. Müsst ihr halt mal zusehen, dass ihr ab und zu mal das Eis oben drauf abschöpft. Was das Schöne ist heute, wie gesagt, jetzt bei minus 5 Grad, dann müsstest du alle paar Minuten gefühlt oder jede halbe Stunde zum Eisloch das freimachen, weil wenn die Pose da drin natürlich dümpelt und die setzt sich fest, dann habt ihr da gar nichts gewonnen, dann habt ihr da Widerstand ohne Ende. Aber so wie jetzt, ich war eben im Auto einmal gucken, haben wir 0 Grad. Naja, wir werden mal sehen. Leute, ich stelle mir mal pauschale Tiefe ein. Von, oh Gott. Wie ich schon immer sagte, ich bin 1,70. Wir machen das Ganze mal auf 1,50. Unten habe ich ganz einfach, mache ich immer ganz gern, oh Gott, ich lege mich noch aufs Maul, das weiß ich jetzt schon, ein Klemmblei dran. 20 Gramm Klemmblei, also quasi ich überblei einfach die Pose und gucke, dass die untergeht. Und jetzt setzen wir die mal ins Eisloch und wie man sieht, die Pose geht unter. Nun sehe ich die Pose aber. Die Pose steht quasi so ein Stück unter Wasser. Das ist in meinen Augen schon mehr als perfekt, also wird das so bleiben. Das wird genauso bleiben. Das heißt, wir haben es exakt. Sie stand so 20 cm. Naja, wie ich schon sagte, ich bin 1,70. Naja, lass es 1,70 sein. Dieses Jahr haben wir eh auf den Gewässern viel Wasserverlust. Wir haben am Ufer mega Kanten. Bin ich gar nicht gewöhnt von den letzten Jahren. Sonst im Winter waren die Gewässer mehr voll. Aber geregnet hat es natürlich nicht groß. So, das lassen wir so. Und gerade durch diese... Weil die Pose stand jetzt so ein Stück unter Wasser. Wenn ich jetzt den Köderfisch ranhänge, schwebt der so ein Stück über Grund. Da kommt er hin. Ist für ein Hecht immer geil. Obwohl ich sagen muss, ich lege auch immer gerne auf Grund ab, weil
Und das ist bei mir tatsächlich so gewesen. Ich habe die letzten Jahre im Winter, ich habe mit den Grundruten besser gefangen als mit der Posenrute. Ja, Eisangeln jetzt nicht mit einbegriffen. Wenn ich im Winter angeln war, wie gesagt, die Grundruten liefen besser ab als die Posenruten. Deswegen, da hinten 30 Meter weiter steht mein Rottpott. Da hängt das große Rotauge dran. Wie gesagt, zeige ich euch alles mal später, Leute. Ich wollte jetzt mal eine Montage hier zeigen. Ich habe mir noch ein bisschen Baitband rumgetütert. Ich hau mir da immer Baitband rum, auch wenn ich hier keine Würfe mache. Und dann wollen wir gucken. Erstmal gucken, dass der Fisch auch untergeht. Da immer ein Auge drauf. Auch wegen der Schwimmt. Nicht, dass der so schwimmt. Immer schön gucken, dass der untergeht. Das ist so ein halbschwimmender, Leute. Der weiß nicht, was er will. Ach, der geht unter. Und jetzt wären wir die Pose. Jetzt wäre natürlich eine Eisrute von Vorteil. Mit den langen Routen ist das nicht so geil. Aber Gott, wenn ich hier Biss habe, das schlage ich einmal an und drill den Rest tatsächlich eh mit der Hand. Das ist nun mal so. Hier werde ich jetzt meinen Schlitten zu behelfen nehmen, dass die Rute hier nicht so im Dreck liegt. Hier stelle ich mir jetzt ganz einfach meinen Schlitten hin, Leute. Da lege ich die Rute rauf. Ein bisschen weiter weg. So. Rückenwind. Macht es nicht einfacher. Den Bügel mache ich ganz einfach auf, Leute. Bügel auf. Und dann werden wir mal gucken, was hier passiert. Wie gesagt, Leute, ich werde mich kurz aufwärmen. Dann machen wir die dritte Rute fertig mit der Makrele. Dann heißt es jetzt mal warten. Dann werde ich das, denke ich mal, so ein bisschen bis Mittag aussitzen. So 2-3 Stunden. Wenn nichts passiert ist, ziehen wir auf dem Gewässer nochmal um auf die andere Seite. Leute, dranbleiben. Tja, Leute, gibt's gar nicht. Eddie, ich habe die Pose kaum in dieses Loch reingesetzt und mach die Kamera aus. Wumms, bom, 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 Pose weg. Ja, Gier frisst wieder verfickt nochmal Hirn, Alter. Kamera angeschmissen, oh, allem drum und dran, Mikrofon rein. Die Pose, die tanzte so im Eisloch rum und da war die wieder weg, dann kam die wieder hoch und da war die Party vorbei. Ich habe die kaum in dieses Eisloch eingesetzt gehabt. Keine Ahnung, keine 30 Sekunden. Gleich den ersten Biss drauf. Mann, ey. Scheiße, nächstes Mal seht ihr nur noch Fisch, dann klopp ich gleich an. Oh, das hätte ich ja zu gern drauf gehabt. Auch für mich so. Wie gesagt, das ist auch eine Angelei, die ich sehr, sehr selten mache. Und ich habe bei mir im Zuhause so eine kleine, ich nenne es mal vorsichtig, Hall of Fame. Da hängen so schöne Bilder von mir an der Wand dran. So die schönsten Momente. Das soll definitiv einer davon werden. Aber der Biss hier irgendwie nach 20 Sekunden gleich. Scheiße, aber wie gesagt, das lässt hoffen. Das lässt hoffen, dass wir nicht ganz so falsch liegen. Wie gesagt, ich werde mich 2 Minuten mal kurz aufwärmen. Bei mir im Zelt, da schmilzt alles ganz schön durch meine Heizung. Und dann werden wir die dritte Route mit der Makrele mal noch rausbringen. Wenn der Wind nicht wäre, wäre das halbwegs angenehm. Aber wie gesagt, hier pfeift ein echt stabiler Wind, Leute, Alter. Ja, Husten haben wir immer noch. Dranbleiben. So, meine lieben Angelfreunde, ja, hier setzt so langsam der Eisregen ein. Oh, es wird echt ungemütlich. Gerade durch die Böen da drauf und den Wind. Will ich jetzt nicht jammern. Ich weiß, auf was ich mich hier einlasse. Aber jetzt haben wir schon langsam Eisregen. Ich habe mein Zelt erstmal so ein bisschen umdisponiert. Und ich will auch mal gucken, dass wir die dritte Route reinkriegen. Und mal gucken, wie gesagt, das hier auf der Pose, die Nummer lässt mir immer noch keine Ruhe. Dass ich vielleicht noch die zweite, die ich hinten auch auf Grund liegen habe, vielleicht auch noch auf Pose setze. Aber jetzt machen wir uns mal die Makrele juckig. Wie gesagt, bei uns, ich habe den Vorteil, ich darf hier mit 3 Angeln angeln. Ich darf hier auch mit 3 Ruten auf Köderfische angeln. Und das ist das Schöne. Leute, ich habe mir ganz einfach wieder meinen 080er Hartmono genommen. In dem Fall einen 6er Drilling. Genauso raufgezogen. Und nehme mir einen zweiten 6er Drilling. Den ziehe ich auch einfach rauf. Und einfach wiederum. Eins. Na. Eins. Zwei.
drei, vier, fünf, sechs Mal rum. Und den ziehe ich mir auch ganz einfach auf. Wenn man dann das Loch trifft. So. Dann haben wir ganz einfach, dass ich meine Pose hier nicht mal aus den Augen lasse, hier vor dem Eisloch, muss jedem klar sein. Ne? Aber so schnell. Keine Ahnung, wie gesagt, die lag da 20 Sekunden drinne. Ich habe das hier angefilmt mit euch, Leute. Setzt die Route rein und seht, wie die Pose und weg. Naja, egal, ich will das nicht bejammern. Aber warum der losgelassen hat? Denk mal, vielleicht wieder stand vom Eis, weil die Pose über gegen das Eis gedallert ist. Naja, bis ich meine Kamera in Gang hatte und das Mikrofon wieder angesteckt hatte. Ich mache das meistens immer wieder ein bisschen ab, wenn das draußen steht. Gerade so wie jetzt, wie am Eisregen, jetzt fängt das wirklich an. Naja, mal gucken, vielleicht kriegen wir noch eine Chance. Wäre auf jeden Fall ganz geil. Wie gesagt, ich werde das hier ein paar Stunden aussitzen, so 1, 2, 3 Stunden noch oder 2 Stunden noch. Und dann werden wir nochmal das Gewässer wechseln. Obwohl ich glaube, dass ich hier nicht so schlecht bestückt bin erstmal. Egal, Leute. 2 6er Drillinge auf einem 0,80er Hartboden. Und dann packen wir sie mal auf. Die liegt schon länger bei mir eingefroren. Und eine richtig schöne Makrele. Das Schöne ist bei den Meeresfischen. Ja, nun haue ich mir nicht den ganzen Fisch daran, ne? Der wäre ein bisschen groß. Jetzt mache ich mal einen schönen Schnitt. Einen richtig schönen Querschnitt. Einen richtig schön quer. Ab rein mit dir in die Box. Einen richtig schönen schrägen Schnitt. Ach, die haben Geruch. Normalerweise müsstest du die Köderfische damit einreiben. Aber wie gesagt, das ist schon großer Happen. Ne? Man darf immer nicht vergessen, ich sitze hier an keinem riesen See. Das sind dann wirklich nur Versuche von mir, aber das ist schon ganz schön Happen. Das Ding hat schon Elan. Aber Herrgott, dafür, dass ich hier mit 3 Ruten angeln darf, versuche ich sowas immer mal ganz gern. Ich hätte gerne Sardine gehabt, aber die sind natürlich nicht so einfach zu bekommen. Leute, den ersten Drilling ganz oben einfach rein, den zweiten hinten in die Schwanzwurzel. Mehr ist es nicht, so werden wir das Ganze mal anbieten. Hier oben wieder von mir, ganz obligatorisch. Und ich werde hier auf Grund legen natürlich, ne? Wieder meine Schlaufe rein. Nummer 1, ich überknote die einfach, ganz einfach. Das macht sie mit diesem harten Mono am besten. Bevor du da irgendwie anfängst, doch vielleicht irgendwelche Klemmen oder so raufzuziehen, habt ihr oben eine große Schlaufe drin. Unten ein richtig schönes, dickes Makrelenstück, Leute. Die werde ich jetzt in mein drittes Loch einsetzen. Und dann wollen wir mal gucken, ob hierfür auch ein Interesse. Das interessiert mich auch, bin ich ganz ehrlich. Dafür ist das immer schön, wie ich schon sagte zu euch, dass ich dass man bloß mit 3 Ruten angeln darf. Da kann man immer mal so eine Experimente machen. Weil, wie ich schon mal zu euch sagte, ich bin eigentlich ein Freund, wenn ich Raubfisch angeln gehe, wenn ich mit 2 Ruten angeln gehe. Weil ich bin der Meinung, das reicht. Aber bei den Bedingungen koste ich das natürlich aus. Ganz einfach, hier habe ich noch von letztem Mal noch dran mein 30er Spirulino sinkend mit der Perle unter. Ganz einfach ein Wirbel, mehr ist es nicht. In dem Fall ist es sogar Geflechtschnur. Ich weiß, bei Frosttemperaturen Geflechtschnur ist nicht so geil, aber wir haben nur noch 0 Grad. Bei minus 5 würde ich davon auch abraten. Da könnt ihr nämlich Pech haben, dass die ganze Pisse einfriert. Aber Gott, die haue ich mir jetzt mal mein drittes Loch. Leute, dann wollen wir mal gucken, was hier passiert. Werde ich das mal 1-2 Stunden aussitzen. Wenn ich da nichts mehr bekomme, dann werden wir nochmal umziehen, Leute. Dranbleiben. So, meine lieben Angelfreunde, ja, wir sind mitten im Sturm und im Eisregen drinne. Oh, der Regen ist bitter, guckt euch das an hier. Blankes Eis auf die Jacke. Ich werde für die letzten 2-3 Stunden nochmal umziehen auf jeden Fall. Und für mich geht es nochmal 100 Meter in die Richtung, 100, 120 Meter in die Richtung. Wir machen nochmal das Beste draus. Wie gesagt, schade, dass wir den ein bisschen verkackt haben. Oder dass ich den verkackt habe, aber wie ich schon sagte, da war die Gier wieder größer, ne? Da musste die Kamera ja an sein. Aber egal, ich hätte auch nicht gewusst, es war ein sehr kurzer Biss, wie gesagt. Vielleicht hätte ich den ein bisschen abgewartet, dann wäre das vorbei gewesen. Aber es war ein super Biss, aber Herrgott. Beim nach hinten gehen habe ich gesehen, da vorne hat auch schon irgendeiner Eis geangelt. Auch 7, 8 Löcher drin gewesen. Ich denke mal, wird Gästen gewesen sein oder so. Hätte mich mal brennend interessiert, ob der was gefangen hat. Naja, Leute, ich mache es nicht länger, als es ist. Ich nehme meine Ruten, bringen die erstmal nach hinten und dann mal gucken, vielleicht haben wir dann noch ein bisschen mehr Glück und bis dahin dranbleiben, Leute. So, meine lieben Angelfreunde,
Der Umzug ist nochmal geglückt. Herrgott, ein Biss hatten wir. Ist erstmal schon mehr, als womit ich bald gerechnet hätte. Schade ist das, also weiß ich nicht. Aber ist egal. Ich will nicht mehr auf diesen Biss rumreiten. Und zweieinhalb Stunden habe ich noch, bevor es dunkel wird. Ich saß vorhin hinten in der Bucht. Das ist ein sehr langgezogenes Gewässer. Wie ich schon mal sagte, 3 Hektar, lass den jetzt hier, was weiß ich, lass den 60, 70 Meter breit sein und dann langgezogen. Ich saß vor unten, hinten mehr in der Bucht drinne. Und jetzt habe ich mich quasi nochmal komplett auf die andere Seite vom Gewässer begeben. Ich habe da hinten, ich habe jetzt 2 Routen noch Pose drin. Eine hatte ich umgebaut. Ich habe da hinten eine stehen noch Pose, ungefähr 20 Meter in die Richtung. Ich habe da eine stehen noch Pose, ungefähr 10 Meter in die Richtung. Und hinten ist nochmal ein ganz großer toter Baum. Warte mal, zeige ich euch mal, könnt ihr einfach mal gucken. Wie ihr seht, da hinten liegt noch ein ganz großer toter Baum drin. Da habe ich meine Grundmontage direkt vom Totholz abgelegt. Ja, wie gesagt, ein bisschen Zeit ist noch. Wie gesagt, selbst wenn hier nichts mehr rauskommt, das ist eine, also kann ich nur jedem nahelegen, jeder, der es noch nie gemacht hat, das ist eine mega Angelei. Solange es das Eis zulässt, gönnt euch hart, würde ich behaupten. Es macht mega Spaß. Wie gesagt, jetzt der Regen hatte vor einer halben Stunde aufgehört. Weil das mit Eisregen, der Wind ist auch ein bisschen ruhiger geworden, weil das mit Eisregen und 40 km/h Böen, das war schon so, okay, da wollte ich selbst mich auch nicht aus meinem Zelt rauszwängen, aber ich musste. Manchmal muss man sich zwingen zu seinem Glück, das ist leider so. Ich habe jetzt auch gar keine Heizung mehr hier. Ich habe das... Na, wenn so eine Pose sich so ein bisschen bewegt, da wäre ich ja nervös, ne? Auch keine Heizung mehr im Zelt. Ich habe das Zelt quasi nur gegen den Wind gestellt. Weil, brauche ich euch nicht erzählen, wenn du permanent im Wind sitzt, da wirst du nicht alt bei. Aber es ist eine mega Angelei. Wie gesagt, Eis ist, ich habe es mal gemessen, so, also für mich gefühlt so dick. Lass es 12, 13 cm sein. Ich würde jetzt keinen animieren dazu, rennt aufs Eis. Der Bekloppte im Internet hat das auch gemacht. Aber, wie schon sagte, gestern sind sie hier Schlittschuh gelaufen. Nicht auf dem Gewässer, in anderen Stadtgewässer. Da war eine halbe Stadt war da drauf. Und ja, ist schon mal ganz geil auf jeden Fall. Schade ist, wie ich sagte, ab morgen 6, 7 Grad. Und das sieht die nächsten Wochen nicht anders aus. Weil hier hätte ich gern ein bisschen langfristiger von gezehrt. Hier hätte ich gerne so ein bisschen, aber ey Gott, der Wind, der ist noch lange. Eine kleine Serie draus gemacht, bin ich ganz ehrlich. So nach dem Motto, endlich mal Winterhecht aus dem Eis. Aber ey Gott, noch ist es nicht vorbei. Noch ist es nicht vorbei. Wir haben noch Luft, Leute. Von daher dranbleiben. Wie gesagt, ich gönne mir hart, ich feiere das gerade übelst, bin ich hier ganz ehrlich. Wie schon sagt, das macht mir mega Spaß. Und von daher, Leute, dranbleiben. So, meine lieben Angelfreunde, ich weiß, ihr wollt Fisch sehen. Ich langsam auch, bin ich ganz ehrlich. Ich bin ja auch immer so ein Verächter von, ne, hast halt nichts gefangen, ist das so? Aber, ja, wie ich schon sagte, entweder wollt ihr das Reel sehen oder ich bringe 2 Hechte mit, ne? Die kann ich mir auch kaufen und halt auch die in die Kamera, wenn ihr euch besser fühlt. Nein, machen wir natürlich nicht. Blödsinn hier. Wir machen das echt. Leute, ich werde das hier so ein bisschen abfilmen jetzt für euch. Ich bleibe noch ein Stündchen sitzen. Ich filme das mir ganz gern so ein bisschen im Hellen ab. Würde irgendwas passieren, filme ich das natürlich nochmal. Eins mit rein. Aber Gott. Ja, Leute, scheiße. Bis auf diesen einen Biss, wo ich sage, der Gier frisst Hirn, ist nichts mehr passiert. Aber den wollte ich natürlich unbedingt drauf haben. Ne? Ich bin auch ganz ehrlich, den wollte ich für mich drauf haben, den Biss. Das ging jetzt gar nicht wegen YouTube, wegen euch oder keine Ahnung. Klingt jetzt doof, aber den wollte ich selber für mich drauf haben. Weil das auch, wie ich schon sagte, zu euch eine Angelei, die ich wirklich nicht sehr häufig betreibe. Wir haben nicht jedes Jahr die Möglichkeit. Da gibt es andere Bundesländer, die sind da meistens regelmäßig dicht gefroren. Das ist bei uns nicht immer so gegeben. Dann hast du natürlich mal eine Eisschicht drauf, aber ja, dann 5, 6 cm. Ja, da brauche ich nicht raufrennen. Das ging ja dieses Jahr doch recht schnell. Ja, es taut schon. Man sieht schon, ist nur noch oben schon Matsch auf dem Eis. Ab morgen 7 Grad. Und das soll erstmal so bleiben. Naja, wollen wir mal gucken, wo die Reise hinführt. Scheiße, den einen scheiß Hecht, bin ich ganz ehrlich, hätte ich gern gehabt. Oder was auch immer das war. Na gut, was hätte es sein sollen? Hier sind nur Hechte drin, also von daher wird es wohl einer gewesen sein. Den hätte ich ganz gern mitgenommen. Naja, kann ich mir nicht aus Rippen schneiden, Leute. Bleibt nie aus. Leute, ich hoffe, dieser kleine Einblick
in meiner Angelei hat euch mal wieder eins gefallen. Und ja, wir nähern uns dem Jahresabschluss. Nächste Woche, na was heißt nächste Woche? Heute ist Montag. Samstag ist Weihnachten. Einen machen wir noch. Den Räucherofen kriegt ihr auch nochmal zu sehen. Papa hat schon wieder ein bisschen weitergemacht. Ich habe da ein bisschen angebaut. Jetzt haben wir einen Grill an der Seite dran. Da machen wir auch natürlich noch ein Video von. Aber das hat ja nichts mit den Angelvideos zu tun, wie ich immer sagte, Leute. Das mache ich ja nur nebenbei. Einen machen wir noch. Und dann ist Schicht für dieses Jahr. Ja, Leute, mir gehen langsam die Ideen aus, bin ich ganz ehrlich. Wie ich schon mal zu euch sagte, so ein Hecht, wo ich vor Monat drauf geguckt habe, so, naja, so ein kleiner, der hätte mir tatsächlich den Tag mega, mega versüßt. Und ich habe das jetzt hier, mein Spektrum, da steht meine Rute auf dem Rotpot. Die nächste steht da hinten 70 Meter weit, der ist schon echt gefächert mal. Naja, Herrgott, kann ich nichts machen. Wenn ich da auf das letzte Jahr Winter zurückblick, letztes Jahr Winter habe ich sehr, sehr gut gefangen. Aber Herrgott, das sind nicht alle Jahre gleich, ne? Es ist schon mal so. Herrgott, das stört mich auch nicht groß. Herrgott, ich will das nicht schlechter quatschen, als es ist. Es war eine mega Angelei. Es hat eben geregnet in Strömen. Deswegen ist das hier auch so matschig drauf. Hat eine gute Stunde geregnet. Oder dreiviertel Stunde, volle Kanne geregnet aus Eimern. Wie gesagt, ein halbes Stündchen mache ich noch, bis es dunkel ist und dann bin ich hier weg. Leute, genug von meinem Gelaber. Ich weiß, bra, bla, bla, bla. David, brabbel, 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 süß. Keine Ahnung. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst ihr mal einen Daumen oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst den Abo da. Sehen wir uns definitiv nächste Woche wieder. Ja, Leute, lebt damit, dass es keinen Fisch zu sehen gibt, außer Köderfische. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Ich bin raus, euer Chubinho. Ciao.